Hallo und Bischling hier. Willkommen zurück zu Let's Play Wario Land 2. Nicht schon wieder die Münzen. Wo wir versuchen, den Fischen auszuweichen. Ich will diese Münzen nicht haben. Ich will hier nur Danke durch. Was letztes Mal passiert? Wir haben auf jeden Fall Bobo den Babbo besiegt, wie ich ihn so schön getauft habe. So. Er hieß wohl Bobo, der Vogel, und ich habe dann halt immer gesagt, das ist Bobo der Babbo, ne? Man erinnert sich. So eine bescheuerte Sache erinnert man sich sowieso immer. Naja. Und genau, wir haben gelernt, dass wir mit Eulen fliegen können. Wir haben auch erfahren, dass Captain Syrup, oder wie auch immer sie jetzt hieß, der Endboss dieses Spiels sein wird. Also, dass der Endboss ist, haben wir nicht gehört, aber es ist wohl offensichtlich. Denn wir haben Captain Syrup gesehen. Ich weiß gar nicht, wo kam die nochmal vor? Ah! Nein! Scheiße, so kurz vorm Ziel wäre ich mal nicht so gierig, ne? Aber ich will das Geld haben. Wobei, ich habe den Schatz schon erwischt hier in diesem Level, also brauche ich das Geld gar nicht mehr. Komm. Sehr schön. Da komme ich nicht durch. Wow. Ja. Okay, der Plan ist nicht so weit zurückzufliegen, sondern diesen Gegner zu nehmen. Und das zu machen. Ah! Stirb. So, auch noch neu. Ich nehme diesmal direkt mit. Wo geht's denn da oben lang? Zu Geld. Und gar nicht mal so viel. Da oben noch mehr Geld. Mit so einem Teil. Das war ja schon fast wieder gut. Oh, das war fast schon wieder schlau. Ich würde die Eule loslassen, aber irgendwie erwartet man ja doch, dass man sie noch braucht. Im Gegensatz zum Geld, davon habe ich genug. Das spare ich mir jetzt. Oh. Na gut. Genau, Schatz haben wir auch. Play. Eine 8. Toll. Und ein Stück irgendwas. Aus was ist dieses Bild überhaupt? Aus Vierecken. Defeat the Giant Spearman. Das klingt schon nach einem Boss, aber ist es nicht ein bisschen früh für einen Boss? Nehmen wir dich mal mit. Ah, spuck mich mal an, du. Spuck mich mal an. Ohne Zusammenhang klingt das auch komisch. Ey, ich brauch Feuer. Hast du mal Feuer? Mal Feuer hier, ich brauche mal hier nicht Zigarette anzünden, ich rauche nicht, aber ich qualme. Wario qualmt definitiv, haben wir gerade gesehen. Man könnte fast sagen, Wario ist heiß. Und diese schlechten Wortspiele kennt auch schon jeder Mensch auf dieser Welt. Erstaunlich, diesen Fake-Boden kann ich jetzt nämlich nicht so richtig sehen. Aber ich erinnere mich gerade, das ist der Fake-Boden, den man daran sieht, dass dort Münzen sind. Und ich jetzt natürlich die ganzen Münzen... Oh, das war jetzt genial. Ich jetzt natürlich die ganzen Münzen mitnehme. Naja. Schade, ich hätte gerne einen anderen Weg gehabt. Ach, die Schildkröte. Ja. Ey! Das war jetzt nicht fair, Mann. Das war jetzt voll nicht fair und so. Nein. Ja, wobei, das könnte funktionieren. Loch. Loch. Kein Loch. Boah, ich habe auch ein Talent. Ein Talent, Scheiße zu bauen, nämlich.
Ja, Sprungknopf zu spät drücken kommt immer gut. Endlich. Nein! 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 Ich verzweifle hier. Nein, ich bringe dich jetzt nicht weg, da ich will jetzt hier weiterkommen. Schildkrötenpower! Da hast du garantiert der Schatz und ich werde mir jetzt nicht holen, weil ich dann wieder von vorne anfangen muss mit der Schildkröte. Wow, nein! Das war ja uncool. Das war jetzt immer voll scheiße. Finde ich voll nicht gut. Komm, Schildkröte. Schildkrötenpower. Block. Nein! Ich auch einfach noch zu langsam bin. So. Ah, knapp. Wieder knapp. So, da rein. Schade, ich hatte gehofft, hier gibt es noch irgendwo eine Tür. Obwohl. Wäre auch unpraktisch gewesen, weil dann wieder eine. Scheiße. Den Feuerfritzen wollte ich doch vielleicht mitnehmen, weil ich irgendwo Feuer brauche. Erstmal da runter mit dir. Und hier oben umgucken. Oh, das ist. Oh, das ist schon irgendwie challenging, da durchzukommen. Aber ich versuch's, denn vielleicht wird's ja belohnt. Wenn man's schafft. So, komm her. Ja. Muss jetzt in der Sprung sitzen. Nein! Aha. Mach schnell in die richtige Richtung lenken. So. Und was gibt's hier? Oh! Hier ist der Schatz. Was war denn vorhin in der einen Tür? Ach, ich will's gar nicht wissen. Wahrscheinlich eh nur Geld. Es ist doch immer so, dass überall nur Geld ist. Wo ich eigentlich gar nichts gegen hätte, ne? So, wenn überall Geld rumliegen würde, wäre doch irgendwie schön. Irgendwie. Im Normalfall mag jeder Mensch Geld. Und einfach mal so wie Wario. Oh, Pfeil und Bogen. 333 Münzen, also. Sagen wir mal, 1 Euro Münzen einfach so auf der Straße finden, ist doch schön. Warum denn nicht? Kurzes Problem. Ich habe kein Feuer mehr. Mein Feuerzeug ist leer. Kurz mal hier raus. Und wieder rein. Vielleicht sind die jetzt ja zufällig wieder da. Sagte er, während er längst einen von denen umrannte. So, dich darunter. Komm, zünde mich an, zünde mich an. Ja, ich stehe auf Feuer. Ich liebe Feuer. Feuer ist toll. Feuer brennt. Habe ich eigentlich schon gezeigt, was passiert, wenn wir zu lange so bleiben? Wir mutieren zu einem wandelnden Aschehaufen. Oh. Defeat the Giant Spearman. Und wie machen wir das am besten? Ah, so. Feste draufhauen. Immer wieder. Gut. Nur die 2 sein, oder? Jo, ist die 2. Sehr schön.
Through the thorny maze. Ah, ich ahne, was jetzt kommt. Ist einer von euch allergisch gegen Insektenstiche? Ich denke, Wario teilt dieses Leid. Falls es zumindest dieses Kapitel ist, würde mich nicht überraschen. Nimm dich mal mit. Vielleicht nehme ich dich doch nicht mit. Okay, eine Möwe, was auch immer die hier macht. Nein! Verdammt, down. Gleich nochmal. Wo zum Geier bin ich hier? Gut, da komme ich nicht runter, da komme ich hier runter. Wo sind wir denn hier? Zu viele Gänge, zu verwirrend. Nein, nein, nicht so weit. Scheiße. fail. Fail auf ganzer Linie. Okay, scheint doch nicht das Kapitel zu sein. Wow. Das schaffe ich doch. Zu spät. Ja? Mein Ziel ist natürlich ganz oben durchzukommen. Du kommst erstmal mit. Oh, du wirst überfahren. Naja. Ja, noch ein Stückchen. Zu spät, der zweite Sprung ist zu spät. Früher! Oder später. Ja, später klappt auch. Dann lande ich hier unten. Wo ich auch nicht hin wollte. Ich will den Gang in der Mitte schaffen, ich will wissen, was da ist. Huch! Oh! Oh. Das, wusste ich jetzt auch nicht. Hm. Das war nah dran. Komm schon, der erste sitzt doch so gut. Yeah, endlich. Ein kleines bisschen Skill und dann klappt das. Ich hätte wissen sollen. Ein kleines bisschen Skill und dann klappt das schon. Nur dieses kleine bisschen kann ganz schön schwer sein. Was haben wir jetzt? Dich! Dich, du kleine Banausenratte. Was? Banausenratte? Was? Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Der erste Anzeichen des Wahnsinns. Der erste Anzeichen. Ich sollte aufhören zu reden. Meine Sprache ist mittlerweile... Nicht die Sprache selbst. Meine Grammatik ist momentan nicht so auf Urlaubsreise oder sowas. Oh. Was ist das eigentlich? Wieso reißt Wario sich da nicht die Hand auf, wenn er da durchgeht? Oder wieso stirbt die Eule nicht? Jump, 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 kaboom! Oh, schade. Na gut. Hm, gleich nochmal. Ah, das wollte ich nicht. Wach auf, Eule. Sei nützlich. Na, verdammt, da ist nichts. Das war dumm. Dass ich das kaputt gemacht habe, war ziemlich dumm. Jetzt muss ich nämlich punktgenau auf dem Ziel landen. Durch, schneller! Nein! Ey, komm, das war kein Treffer. Ach, komm schon.
Den, der im Kreis bewegt. Der hat mich vielleicht getroffen, aber der jetzt noch nicht. Komische Hitbox ist komisch. So ein Mist. So, wo geht's da oben lang? Ach, das werde ich jetzt auch nicht mehr erfahren. Das werde ich jetzt nicht erfahren, weil ich einfach ins Ziel gelatscht bin, vor allen Dingen. Aber eigentlich ist mir jetzt auch egal. Es wäre wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann entweder Geld oder ein alternativer Ausgang. Und den Ausgang bezweifle ich einfach mal. Also, haut schon hin. Ich denke, ein Kapitel schaffen wir auf jeden Fall noch heute. Oder zumindest ein halbes. Escape from Maze Woods. Ja, okay. Ah, das ist das Kapitel. Ja, hier eine Insektenallergie. Wario hat eine. Sei mal nicht so aufgeblasen, du. Ja, scheinbar sammelt sich in seinem Kopf aber auch nur heiße Luft dabei. Komm mal her. Ja. Der Bienenstich war jetzt eigentlich Absicht. Bienenstich, lecker. Aber was soll's. Da oben wäre noch irgendwas gewesen, aber auch Schildkröte. Ich werde es jetzt so schnell nicht erfahren. Hey, komm schon. Hohoho. Die Kunststückchen verfinden. Nein, ich probiere es nicht aus. Ich gehe hier rein erstmal. Wahrscheinlich ist da auf der anderen Seite eh nichts Wichtiges, höchstens der Schatz. Ich habe jetzt keinen Bock auf Schätze. Na gut, so komme ich nicht da hoch. Nicht, dass ich die Biene noch brauchen würde oder so. Guck mal her, Biene. Oder Wespe oder was auch immer du bist, ne? Riesenhornisse. So, was haben wir hier? Lass mich raten, ich muss in die letzte Tür rein. Oder weiter oben irgendwo hin. Oh, da hat sie mich noch erwischt. Jetzt bin ich froh, dass ich keine Allergie gegen solche Dinge habe. Weil so ein Bienenstich oder ein Wespenstich so ist ja schon scheiße, aber dann noch mit Allergie, das ist echt zum Kotzen. Das möchte keiner. Wow. Allmählich bin ich verwirrt. Huch. Was ist das hier? Oh. Nehme ich mit. Warum denn auch nicht? Im Hard Mode. Für Easy hätten wir sogar gar nicht mal genug Münzen, weil dafür bräuchten wir ja 200. Schon wieder der kleine Dingsbums. Tja. Gut. Also vermutlich ist dann... Ah, ich glaube, ich erinnere mich sogar, was der nächste Boss ist. Fällt mir dazu spontan ein. Der könnte sogar dann im nächsten Kapitel schon kommen. Vermutlich dann im letzten Kapitel des... Wie hieß der ganze Laden hier? Hazy Maze? Lass mal sehen. Ah, dachte ich mir schon fast. Das ist jetzt ein bisschen trickreich. Ach, jetzt komm schon. Ja, Skilljumps und so, ne? Klasse, ein Clownsgesicht. So, was haben wir hier Schönes jetzt? So. Es ist wieder mal eine 3. Ich mag 3.
Drei ist schön. So, und das Bild vervollständigt sich langsam. Aber auch nur langsam. Gespeichert. Chapter 3, Hazy Maze Woods. Story 5, Defeat the Giant Bee. Oh, eine Riesenbiene. Ja, es ist der Boss, an den ich mich erinnert habe. Den aber nicht mehr heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.